Rammatz haben wir durch die Gamerwelt. Hallo und herzlich willkommen hier bei Let's Play Today. Ich bin's, euer Tom Thompson. Und ich sehe übelst fertig aus, wie man wahrscheinlich sieht, da die Nacht recht lang war. Ich bin eigentlich total zerknautscht. Ich bin gerade wach geworden. Also ich kann euch mal sagen, es ist gerade um 5. Das ist total hart. Wir haben bis heute früh irgendwann, ich habe gar keine Ahnung, wir haben bis heute früh Pro Clubs gezockt mit ein paar Kumpels. Und jetzt bin ich wach geworden und bin so richtig schreckhaft gewesen, weil mir eingefallen ist, dass ich ja das Video machen muss, wegen der Verlosung. Ja, es geht los. Also nimmt mir das nicht übel, dass ich jetzt so übelst verklatscht aussehe. Ich glaube, es ist auch das erste Mal, dass ich so aussehe. Ich habe mir jetzt so auf Zwang schnell die Haare gemacht, gekämmt halt, ne. Habe ich alles schnell vorbereitet und so, habe jetzt hier das schöne Final Fantasy hingestellt, darum geht's, dass ihr Bescheid wisst, also die Deluxe Edition. Und habe jetzt hier YouTube offen, dass ihr sehen könnt, dass ich euch alle aufschreibe, dass ich keinen vergesse. Und ja, ich habe voll die Schlitzaugen, glaube ich. Und ich würde sagen, fange jetzt einfach mal schnell an. Ich will das Video nicht zu lange machen, dass ihr dann auch recht schnell wisst, wer dann alles oder wer gewonnen hat. Eigentlich war es ja so, dass ich gesagt habe, es gibt als Trostpreis eine 20 Euro PS1-Karte. Die wird es nicht geben, da ich die 100 Abonnenten nicht erreicht habe. Also finde ich es nur fair, dass ich jetzt nur das Spiel verlose, was schon alleine 90 Euro gekostet hat. Und warum soll ich da jetzt noch 20 Euro draufhauen? Weil die 100 Abonnenten sind leider nicht erreicht worden und 90 Euro ist ein Haufen Geld. Ne? Ich bezahle das auch aus meiner Tasche, ich habe das nicht. Mich mal ein Kollege gefragt, ob ich das nicht sponsert gekriegt habe. Ich habe das nicht gesponsert gekriegt. Ich habe 67 Abonnenten, also als ob mir einer was sponsern will, weißt du? So, dann fange ich mal an. Ich schreibe jetzt auf. Also, es geht los mit Schichtblaze. Den schreibe ich jetzt auf. Dann werde ich den Zettel auseinanderschneiden in kleine Schnipsel, werde den in so eine kleine Schüssel schmeißen, werde dann ein Handtuch drüber machen, auch noch, dass es nicht heißt, ich habe mir irgendwie Markierung gemacht oder so. So, Shish Blaze. Die nächste ist Elisa Bormann. Elisa Bormann. Danach kommt Mr. Mike Miner oder Miner, ich weiß nicht. Ne, es ist also wahrscheinlich Miner, weil er hat Minecraft als Profilpick. Mr. Mike Miner. Guck mal meine geile Schrift an. Ne? Ich habe voll die schöne Schrift für einen Kerl, die ich nochmal gezeigt habe. Commando Player wird auch dabei sein. Commando Player. Dann haben wir Xmas & Co. So, scrollen wir nach unten. So, Commando Player hatten wir. Xmas & Co. Xmas und Co. Dann kommt Dev 280, Dev 280, M-Ties, ich lese das jedenfalls M-Ties, ich weiß nicht, ob das richtig ist. M-Ties, den haben wir. Spielemisters, die sind doch noch einige zusammengekommen, aber die Gewinnchance ist trotzdem relativ groß, als wenn jetzt bei einem YouTuber seid, der, keine Ahnung, 100.000 Abonnenten hat, dann ist die Gewinnchance ja natürlich sehr gering. Spiele, Misters. Die nächste Verlosung wird dann erst bei 500 Abos sein oder so, also das wird dann eine Weile dauern. Und dann auch vielleicht ein bisschen größer oder vielleicht auch zwei oder drei Spiele, mal gucken. Maurice Schönagel. Der Zettel wegrutscht. Maurice Schönagel. Ich glaube nur mit einem N war das. Schönagel.
Ne? Genau. So, was haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und viel mehr sind es gar nicht. Ich glaube so 11 oder 12. Nicht, dass wir hier jemanden vergessen. Ah, ich bin Razzurana, fehlt noch. So, Maurice hat man. So, dann machen wir uns mal kurz hier. Ich nehme das mal kurz. Das ist auch hier. Schön. Zack. So. Dann ich bin Razzura. Ich bin Razzura. Steven Dauscher, Digga, ich wünsche dir viel Glück. Ich wünsche euch allen viel Glück. Steven Dauscher. Da ist ein Kollege, der wohnt fast um die Ecke. Und dann haben wir Dommels. Dommels. Ja, der Clan Dr. Bob, dir auch viel Glück. Euch allen viel Glück, Dr. Bob. Da könnt ihr mal vorbeischauen bei der Clan auf dem Kanal. Mit ihm habe ich ein Interview gemacht. Das könnt ihr euch auch reinziehen. Müsste das vorletzte Video sein. Richtig cooles Interview. War sehr geil mit ihm. So, der Clan. So, dann hat mir hier. Ich glaube, das war es. M-Tice hat dann nochmal geschrieben, er würde gern mitmachen. Da habe ich geschrieben, er kann mitmachen. Er kann das Spiel ja verschenken. So, das war's anscheinend. So, ich gucke nochmal kurz in meine Benachrichtigung. Shishama. Drachenlord scheißt. X-Mess und Co. Hammer. Death 280 Hammer. Spiele müsste das. Ne. Flush. Achso, da habe ich einen Kommentar abgegeben. Ja, ich glaube, das. Ja, das sollten alle gewesen sein. Auf jeden Fall. Ja. Alles klar, das passt. So. Also, wir haben jetzt hier 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 Bewerber. Ich zeige das jetzt in die Kamera, dass ihr seht, dass ihr alle draus seid. Ne? Also, ich habe jeden aufgeschrieben. Könnt ihr ja kurz pausieren, falls ihr euch jetzt nicht direkt findet. So, dann werde ich das jetzt auseinanderschneiden. So, Moment. So. Dann schneiden wir das hier auseinander. So, und damit ich keine kleineren Zettel ziehen kann, werden die von der Länge her auch gleich groß sein. Ich habe mir das schon sehr gut überlegt, dass es nicht heißt, ich bescheiße. So. Und ein Kollege hat gemeint, ja, du könntest das ja auch tausendmal oder sozusagen mehrmals hintereinander aufnehmen, bis jemand gezogen wird, den du lieber hättest. Ne? Da habe ich gemeint, ich würde mir niemals die Mühe machen und jedes Mal im Video wieder alles aufschreiben. Ich muss das hier unten mal ein bisschen abschneiden, weil sonst ist der breiter. Aber das wäre also eine übelste Arbeit und ich würde nicht jedes Mal wieder das Video aufnehmen. Das dauert ja ein bisschen, dann die Namen wieder aufschreiben, jedes Mal wieder einen Zettel benutzen. Das wäre totaler Quatsch. Und deswegen habe ich gemeint, ich mache das so, dass die Leute sehen, dass es nicht gefaked ist oder irgendwie Beschiss ist. So ein Cutten tue ich sowieso nicht. Meins ist ja alles 100% uncut. Das ist ja alles. Ja, die sind ungefähr gleich lang. Das ist ja auch Titte, weil ich werde das jetzt gleich bei der Ziehung gar nicht sehen, was ich da ziehe. So. Ich bin sehr gespannt, wer hier gewinnen wird.
Also das interessiert mich. Derjenige, der gewinnen wird, muss mich dann auf jeden Fall unbedingt anschreiben. Oder beziehungsweise ich werde ihn dann anschreiben. So, Xmas und Co. So, ich werde schon mal meine Schüssel nehmen. Das ist hier. Das ist eine übelst riesen Schüssel für so einen kleinen Haufen Zettel. So, Xmas und Co. ist drinne. Mr. Mike Miner. Dommels ist drinne. Der Clan. Ich bin Razzura. Steven Dauger. Das ist ein Kollege von mir, der weiß, dass ich nicht bescheiße. Elisa Bormann. Def 280. M-Ties. Kommando Player. Ich hoffe, bei der nächsten Verlosung, wenn ich dann irgendwann mal welche wieder eine mache, werden das natürlich viel mehr sein. Aber für euch lohnt sich halt jetzt. Ne? Das Spiel kostet 90 Euro, 94 Euro oder so. Maurice Schönnagel. Du bist auch dabei. Shishplay ist auch dabei. Ist ein bisschen breiter Zettel, aber das macht nichts. Das erfühle ich ja nicht. Davon abgesehen, dass ich von den meisten hier eigentlich so gut wie keinen kenne. So. Und jetzt mache ich da extra noch ein Handtuch drüber, dass es nicht heißt, ich würde hier irgendwie schön durchschütteln. Ich hab mir nichts gemerkt. So, dann gehe ich von hier rein, so von hier hinten, dass es nicht heißt, ich sehe irgendwas. So. Schön durchschütteln. So, ich habe einen Zettel in der Hand. Ich schüttel nochmal durch. So, jetzt habe ich zwei in der Hand. Def 280, du hast gewonnen, Digga. Bitteschön. Ich schreibe dich gleich an. Den Def 280 kenne ich zum Beispiel nicht. Also wisst ihr auf jeden Fall schon mal, dass hier kein Beschiss vorliegt. Er weiß es jetzt auch. Digga, du hast gewonnen. Ich schreibe dich jetzt an. Ich mache das jetzt direkt im Video. Du hast dieses geile Final Fantasy gewonnen. Deluxe Edition mit Steelbook, Alter. Richtig geil, richtig nice das Ding. Ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast. Hier ist der Film noch mit dabei. Hier ist das Spiel. Dann hast du hier noch einen Code. Dafür bekommst du noch eine extra Lackierung, die Königstracht und ein Schwert. Also wünsche ich dir da auf jeden Fall viel Spaß, falls du es für dich selber nutzt. Sehr geile Hülle. Oh, ich liebe dieses Spiel. Ich liebe diese Aufmachung. So, das ist dein Gewinn, Digga. Pass auf, ich schreibe dich jetzt an. Warte, wo bist du? Schade, dass die anderen halt nicht gewonnen haben. Auch gerade Elisa Bormann und Steven. Eumel, Digga. Tut mir leid. Das waren so wenig Leute. Ich hätte es dir auch gegönnt. Aber ich gönne es natürlich den Dev 280 auch. Ich gönne es jeden anderen. Ich hätte es jeden anderen gegönnt. Aber Elisa Bowman und Steven Dausche sind Personen, die ich persönlich kenne. Und daran sieht man schon, dass ich kein Betrüger bin, kein Heuchler und was weiß ich nicht. So, wo ist er denn? Dev 280? Hier. Geh mal drauf. Ach, guck mal, er hat auch 61 Abonnenten. Hallo, und bevor wir zu dem richtigen Video kommen, wollte ich euch darauf hinweisen, dass ich unter meinen ganzen Abonnenten bis zum 21.12. einen 20-Euro-Gutschein verlose, der auf der jeweiligen Plattform von dem Gewinner dann aussuchbar ist. Und hier zum Video. Und da sind wir zu einem neuen So Video. Leute, habt ihr das gehört? Ich mache gleich mal noch ein bisschen Werbung. Ich lasse auch ein Abo da. Das ist noch so ein extra Geschenk von mir. Einen neuen An den Lens-Test. Dev 280 Jack. guck ich nachher auf jeden Fall nochmal an den Kanal. Also, er verlost einen 20-Euro-Gutschein. Könnt ihr mal reinschauen. Dev 280 hört sich sehr cool an. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal auf dem Kanal war. Ich mach mal die Glocke hier an. Ja, möchte ich. Ja, Leute, macht die Glocke an. Der Algorithmus von YouTube ist kaputt. Ihr bekommt nicht. Ich weiß nicht, ob es jetzt wieder gefixt wurde.
Aber ihr bekommt nicht immer direkt eine Benachrichtigung, wenn ein Video neu hochgestellt wird. Der Banner ist ganz okay. Sieht ein bisschen leer aus, Digga. Finde die Figuren ganz cool. Aber vielleicht hättest du das ein bisschen unterteilt. Dein Picture ist auch geil, gerade mit den Watch Dogs. Guck mal, was ich meine mit den Unterteilen. Meine ich. Moment. Ja, halt mal deinen Rand. Hier so, weißt du? Dass du das so unterteilt hättest. Meins ist ein bisschen zugeknallt und so. Habe ich mir auch machen lassen. Aber so vielleicht. Dann wird es nicht ganz so leer aussehen. Ansonsten ein cooler Kanal. Warte mal, ich habe dich jetzt abonniert hier. Ist er schon. So. Und dann, wie geht denn, oh, wie geht denn das? Warte mal, wie schreibe ich ihn denn jetzt an? Private Nachricht. Boah, fuck. Digga, ich hab noch nie privat. Ach so, warte mal. Genau. Ich glaube, das war irgendwo mit Abonnenten und so. Mann, es muss ja immer natürlich irgendwas sein. Nee, hier ist auch nicht. Okay. Wir machen das anders. Du meldest dich bei mir, zwecks deiner Adresse. Du kannst auch, pass auf, Kanalinfo. Und das sollte rein theoretisch hier. Gehst du auf Facebook-Gruppe und schreibst mich da einfach mal an. So, also gehst du auf Facebook-Gruppe und schreibst mich bei Facebook an. Da hast du meinen Facebook-Namen und dann schreibst du mich an. So, und dann klären wir das über Facebook. Weil ich krieg's jetzt gerade einfach nicht gebacken. Ich weiß nicht, ich habe mich damit noch gar nicht so informiert, wie man Leute anschreibt, privat. So, ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, auch wenn die anderen nicht gewonnen haben. Es tut mir leid. Jeder hätte gewinnen können. Man sieht es ja am Dev 280. Freut mich für dich, dass du an dieser Stelle gewonnen hast. Meld dich unbedingt bei mir. Meld dich dringend. Ansonsten werde ich die Verlosung neu starten und werde jemand anders aussuchen. Ich gebe dir 3 Tage Zeit. 3 Tage ist in Ordnung, weil ich will das Spiel nicht zu lange hier rumliegen lassen haben. Weil mit jedem Tag verliert das auch an Interesse, weißt du, was ich meine? Weil es ist jetzt schon einen Monat alt, sage ich mal. Und in 2 Monaten brauche ich es eigentlich schon fast nicht mehr verlosen, weil es kaum noch einer haben will, weil es die meisten schon haben. So, also 3 Tage melde ich bei mir. Ganz wichtig, Facebook-Gruppe ist in meinem Kanal verlinkt. Und dann klären wir das, wo ich das hinschicken soll. Ich wünsche dir viel Spaß, die anderen. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß dran. Ihr habt mal sehen, wie viele von den Abos jetzt weggehen. Ich meine, ich weiß, dass von den 60, 67 Abos, 60 Abos bleiben, aber es sind jetzt so die letzten Stunden noch 4, 5 Abos dazugekommen. Ich hoffe, ihr lasst sie trotzdem drinnen, denn ja, es wäre einfach ein bisschen heuchlerhaft, wenn das nicht machen würde. Aber ihr könnt das handhaben, wie ihr wollt. Jeder muss selber wissen, wie er mit seinem Stolz umgeht und, sag ich mal, mit dem, was er tut und macht. Also, damit verabschiede ich mich. Glückwunsch nochmal an Dev. Mein Beileid an die anderen, dass ihr nicht gewonnen habt. Und ja, damit würde ich sagen, verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.